Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute habe ich einen Park von Marius. Zumindest heißt er im Discord so. Er hat mir das Ganze hochgeladen und im Discord geschickt. Und er hat dazu geschrieben, hier ist ein neuer Park von mir und der heißt Dino World. Ich habe auch alle Dinosaurier ausgebrütet. Okay, das heißt vermutlich, er hat alle, ich glaube mittlerweile sind es über 60 Dinosaurierarten, ausgebrütet und im Park untergebracht. Da bin ich sehr gespannt, weil das ist echt super, super schwierig, das auf der kleinen Sandbox-Insel hinzubekommen. Bin ich echt gespannt, wie du das gelöst hast. Das werden wir gleich sehen. Und falls ihr mir auch mal einen Park einschicken wollt, da würde ich mich sehr drüber freuen auf jeden Fall. Das Ganze geht entweder über Discord, da ladet ihr das Ganze auf irgendeiner externen Seite hoch und schickt mir den Link. Oder ihr schickt mir eine E-Mail. Das Ganze steht aber auch nochmal unten in der Videobeschreibung, wie genau das funktioniert und so eine kleine Erklärung, wo ihr euren Speicherstand findet und sowas. Also checkt es auf jeden Fall ab, falls ihr mal Bock habt, mir einen Park zu bauen und mir den zu schicken. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und jetzt starten wir direkt in den Park von Marius. So, da sind wir auch schon im Park von Marius und wir sehen erstmal eine ganz schöne Strecke. Und es geht erstmal hier mit einer eingehenden Übertragung los. Okay, der Marius hat anscheinend nicht alle DLCs und sowas, deswegen. Das kennt man ja schon, aber ist nicht weiter schlimm. Da klicken wir einfach hier auf hier bleiben und dann geht das Ganze hier weiter. Also wir sehen ja schon mal eine Einschienbahn und eine Jurassic Tour. Oh, da freue ich mich schon, da können wir gleich mitfahren. Das liebe ich ja sowieso, den Controller lege ich schon mal bereit. Ne? Ich fahre immer schön mit Controller. Weil das macht irgendwie mehr Spaß. So, und okay, wir sind am Startpunkt. Das Ganze hatte ja einen Namen. Ich habe ihn gerade schon wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin. Aber er steht im Videotitel. Also, falls ihr den Namen von dem Park wissen möchtet, nochmal schaut einfach in den Videotitel. Er hat leider den Ankunftsort nicht benannt. Finde ich immer besser, wenn ihr den Ankunftsort einfach nach eurem Parknamen eben benennt. Das ist immer sehr, sehr praktisch. Aber auch nicht weiter schlimm. Also, wir starten mal in den Park. Es geht hier auf jeden Fall direkt auf so einen beigen Weg. Und direkt schön eingezäunt. Wir sehen hier direkt sogar einen schweren, so einen Betonzaun mit Elektro-Dings. Also das spricht ja schon mal dafür, dass wir hier direkt einen großen Fleischfresser zu Gesicht bekommen. Und wir dürfen direkt Jurassic Tour fahren. Oh, wie cool. Das hatten wir auch noch nicht, dass man direkt fahren darf. Wir fahren natürlich selber. Ja. Hat immer sehr viel Spaß mit. Starte ich mal den Controller und dann geht's hier direkt mit einer coolen Jurassic Tour los. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Machen wir ein bisschen in Ego-Perspektive. Und gucken mal, welchen Dinosaurier wir hier zu Gesicht bekommen. Das liebe ich ja immer. Aber ich wurde schon sehr, sehr oft weggerammt. Oh, das sind gar keine Fleischfresser. Schaut mal. Da hinten sieht man schon Diplodocus ist das, glaube ich. Sind das alles Diplos? Ich glaube, es sind alles Diplos. Obwohl, da hinten ist, glaube ich, auch noch irgendwas anderes. Na, wir fahren mal weiter. Kriegen wir gleich schon noch besser zu Gesicht. Man fährt hier auf jeden Fall schon mal eine schöne Schlangenlinie durch einen schönen Dschungel. Fällt mir sehr gut. Und jetzt kommen wir hier zu den Langhälsen. Und da sehen wir einige Langhälse. Das sind verschiedene. Das sind Brachios auf jeden Fall bei. Kamaras sehe ich da hinten. Das haben wir hier vorne direkt. Ich kann es gar nicht sehen, so hoch ist das. Wahrscheinlich ein Mamenchi oder so, ne? Ist der groß. Oh mein Gott, ich kann halt gar nicht so hoch zoomen mit der Kamera. Das ist halt insane, ne? Wie cool das aussieht. Wenn die hier so lang stapfen. Soll ich mal davor fahren? Dann geht gar nicht mehr. Schon nice. Also wir haben ja wirklich alle möglichen Arten an. Ich glaube, hier sind wirklich alle drin. Kamara sehe ich, Apatho sehe ich hier vorne, Brachios. Das ist leider sehr, sehr leise, die Stimme. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Also das hier wirklich, glaube ich, alle Langhälse untergebracht, die es gibt. Dreadnoctus und Mamenchi wahrscheinlich auch noch. Das ist sehr, sehr cool. Auch hier mit so einer schönen Oase. So ein schönes, großes Gewässer mit Sand und Palmen. Finde ich cool. Ist toll gemacht. Wir fahren hier mal noch weiter. Kriegen wir die gleich vielleicht nochmal ein bisschen besser zu Gesicht. Ist natürlich sehr, sehr schwierig aus so einem Auto, die gut zu beobachten. Da muss man schon ein bisschen weiter weg sein, tatsächlich. Macht wahrscheinlich Sinn, von hier jetzt zum Beispiel zu gucken. Und dann kann man die auch besser erkennen. Ja, jetzt sieht man sie auch besser. Na, ganz toll, ne? Langhälse sind cool. Volle Dinosaurier. Alle gemixt in einem Gehege. Why not? Aber du hast ja gesagt, du hast alle Arten untergebracht. Bin ich sehr gespannt. Also, ich glaube, alle Langhälse hast du hier auf jeden Fall schon mal. Diplodocus, Brachio, Apatho, Kamara, Mamenchi und den Dreadnoctus, wie er heißt. Hier ist natürlich jetzt gerade ein Schweif im Weg. Wir versuchen den mal zu umfahren. Oh! Wurde gerade ein bisschen angehoben. Aber macht nichts. Kommen wir hier unten durch. Wäre cool. Das schaffen wir leider nicht. Müssen wir dran vorbeifahren. Ist auch nur ein kleiner Kamara.
Weiter geht die Tour. Ja, das ist schon cool, ne? Machen wir mal zurück. Liebe Kameras, ich muss hier durch. Wir haben noch einen großen Park zu erkunden. Wir haben nicht ewig Zeit. So, ich denke mal, hier geht es einfach zurück zur Tour. Und ich glaube, alle Langhälse haben wir jetzt schon mal gesehen. Direkt im ersten Gehege. Sehr, sehr gut. Was man hier schon mal einmal als kleinen Kritikpunkt sehen kann, fällt mir gerade mal auf, ist, dass du hier wirklich eine sehr große Kurve hast, ohne eine Stütze. Finde ich immer sehr unrealistisch. Da achte ich tatsächlich immer ein bisschen drauf. Ja, du siehst schon, ne? Es ist wirklich nicht realistisch. Hier wäre auf jeden Fall mindestens noch eine Stütze nötig, damit das Ganze stabil ist. Ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm. Also passt schon. Wir gehen mal weiter. Hier geht es dann nach links. Biegen wir mal nach links ab. Hier hast du auch dann wieder verschiedene Wegfarben gemacht. Das ist wahrscheinlich der Besucherweg. Und hier geht es wahrscheinlich Richtung Industriegebiet. Jo. Genau, da hast du dann so einen grauen Weg benutzt. Und hier rechts sehen wir auch schon das nächste Gehege. Auch wieder ein schönes Strandgehege mit Palmen und einem Futterspender. Ja, das muss natürlich hier so ein bisschen mit Grün gemacht werden, aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Geht halt nicht anders, weil man immer diese Ränder hat. Hier sehen wir auf jeden Fall Uranus. Urano. Ich habe gar nicht nach den Namen vorhin geguckt. Hier sind jede Menge Uranus. Sehr, sehr cool. Ich schaue nochmal eben kurz hier nach den Namen. Du hast aber nichts benannt, soweit. Nee. Aber ich glaube, wir haben hier wirklich alle Arten gesehen, ne? Apatho, Brachio, Diplodo, Kamara habe ich doch auch vorhin schon gesehen. Da ist Kamara. Ich habe jetzt nur den Mamenchi und den Dead Nuptus, oder wie der heißt, habe ich jetzt nicht gesehen. Vielleicht hast du den auch gar nicht freigeschaltet, wegen irgendeinem DLC oder so. Das ist jetzt der einzige, den ich vermisst habe bei den Langhälsen. So, hier haben wir auf jeden Fall Uranus. Hier geht es weiter zum Industriegebiet. Hast du auch sehr, sehr schön gemacht, ne? Direkt hier geradeaus den Parkplatz von den Jeeps, dass sie direkt einsatzbereit losfahren können. Finde ich sehr, sehr gut. Du hast ja auch schön den Weg hier direkt dran gemacht. Sehr nice. So, dann kommt man hier auf so eine schöne Wegfläche. Sieht nice aus. Hier links geht es dann zu einem Forschungszentrum. Dann hier links geht es zu einem Fossilienzentrum, Expeditionszentrum, ACU-Station und Ranger-Station. Auch ganz toll gemacht hier die Ecke. Sieht super aus mit den Wegen und sowas. Gefällt mir. Hier hinten haben wir sogar nochmal ein Gehege. So ein bisschen höher. Also das ist ja auch schön mit den Höhenunterschieden gearbeitet. Finde ich cool. Aber da kommen wir gleich zu. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück und gehen der Reihe nach, natürlich. So. Dann haben wir hier einmal eine Abzweigung. Okay, das ist einfach nur der Weg zum Tor. Okay, ich verstehe. Aber mit den Toren ist immer doof, dass man hier nicht direkt ranbauen kann, ne? Aber es geht halt nicht anders. Oh, und was haben wir denn hier? Das ist ja super interessant. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall Forschung und Hybriden, heißt das Ganze hier. Eine Einschienenbahn. Das ist ja hier die, oder eine Einschienenbahnstation. Da kann man nach da hinten fahren und hier nach da hinten. Und wir sehen hier einfach eine riesige Wegfläche. Und du wolltest was schreiben, wahrscheinlich JWE, oder? Das ist jetzt nur, oder soll das einfach Jurassic World heißen? Hast du das E vergessen, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Idee. Du hast hier auf jeden Fall eine riesige Wegfläche gemacht. Ist schon nice, ne? Also man kommt hier raus und dann auf so eine große Fläche. Ist auch nicht ganz eben, aber das ist nicht schlimm, weil du hast die schön übergeglättet. Da hinten sind da ein paar Geschäfte. Das ist schon eine sehr große Fläche. Fastfood-Restaurant, Spielhalle, Spielhalle, Spielwarenladen und ein Kleiderladen. Und dahinter ist dann so ein Wassergehege. Sind da dann auch Dinos drin? Nee, ne? Das soll wahrscheinlich sowas wie ein Mosasaurus-Gehege sein, gehe ich mal von aus. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir am besten lang gehen, wenn ich ehrlich bin. Wir gehen mal hier weiter. Hier rechts ist dann nochmal ein Tor zu dem Pflanzenfresser-Gehege. Und dann kommen wir hier zu einem schönen Turm. Da gehen wir mal rein. Und luken wir mal durch, was wir hier sehen. Hier sehen wir Stigimolochs, wenn mich nicht alles täuscht. Und Dracorexes. Links müssen Stigis sein und hier rechts die Dracos. Oder? Kommt das hin? Ja. Stigimoloch. Und Dracorex, habe ich richtig erkannt. Ja, der Dracorex, der hat so ein bisschen schmaleren Kopf, wenn man mal drauf achtet. Warte, können wir nicht näher ran? Doch. Und der ist so, ja, schon einiges schmaler, ne, ist der Dracorex vom Kopf her. Wenn wir jetzt mal zum Stigi gehen, dann seht ihr das. Der hat auch eine viel größere Kopfplatte. Seht ihr das? Also daran erkennt man das eigentlich ganz gut. Niedrige Gesundheit, okay. What's happening? Und Pachis hast du ja auch, okay. Dann hast du hier auch alle Pachi. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Art heißt. Oder legt sich Gott schlafen, der Kleine. Wie süß. Wie heißen sie denn? Alle Pachycephalosauridae hast du hier untergebracht. Sehr, sehr gut. So, wir hatten jetzt hier niedrige Gesundheit.
Okay, ich sehe schon, wenn ich in dieser Ansicht bin. Ich glaube, du hast wirklich alle Dino-Arten untergebracht, die es gibt. Nicht schlecht. Aber er hat eine niedrige Gesundheit, warum auch immer. Ich gehe mal ganz kurz schauen. Okay, der hat Hunger, aber er frisst gerade. Beziehungsweise er ist zu doof zum Fressen. Steht direkt daneben. Na, gehen wir zurück. Wir lassen uns viel zu sehr ablenken gerade. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, wir haben hier vorne das Gehege gesehen. Mit den Pachycephalosauridae. Dann haben wir Blick auf die Mosasaurus. Das habe ich mir schon gedacht, dass es das darstellen soll. Sehr, sehr cool, so ein Wassergehege. Nur sehr schade, dass es hier nicht so einen Futterdings gibt, wo dann so ein weißer Hai runterkommt, der irgendwie 8 Meter lang ist und dann so ein Mosasaurus hier rausjumpt und sich den Hai gönnt. Das wäre echt cool. So, zweimal so ein Dings brauchen wir jetzt ja nicht zweimal gucken. Hier links geht dann nochmal ein Weg ab zu noch weiteren Gehegen. Ah, hier ist natürlich ein bisschen steil und so. Aber ja, gut. Ist ja nur ein Mitarbeiterweg, also halb so wild. Aber natürlich hätte man hier noch ein bisschen saubere überglätten können und sowas, ne? Also ist natürlich alles so ein bisschen uneben. Das hätte man sicherlich ein bisschen genauer machen können, aber ist natürlich kein Muss. Ich weiß, was das immer für eine Arbeit ist mit den Tools, die Jurassic World Evolution zur Verfügung stellt. Ist immer nicht so einfach. So, genau. Hier hatten wir das Gehege. Dann geht's hier weiter. Okay. Ah, okay. Ich verstehe. Hier hast du den Weg gemacht. Den musstest du unterbrechen wegen der Gyrosphären-Tour hier. Das ist natürlich auch doof, dass das nicht funktioniert, ne? Und ich glaube, wir werden jetzt wieder einige Dinos zu Gesicht bekommen. Okay. Ja, hier sind auch noch Dinos. Aber ich glaube, da fahren wir gleich noch durch, oder? Nee, fahren wir nicht. Dann schauen wir mal kurz in das Gehege, weil das hat, glaube ich, keine. Nee, da kann man nicht drauf schauen sonst. Was haben wir denn hier? Ceratus haben wir hier. Toller Skin. Sieht cool aus. Oh Gott, wie ihr guckt. Gehen wir mal weiter. Hier ist der zweite. Zwei Stück haben wir davon. Sehr schön. In dem Gehege. Ist auch gar nicht mal so klein geworden, das Gehege. Also nicht schlecht. Das ist echt gut gelöst mit dem Platz. Wobei hier hinten wird es, glaube ich, ein bisschen enger mit den Dinos. Aber da bin ich mal sehr gespannt. Ist auf jeden Fall eine krasse Herausforderung, alle Dinosaurier unterzubringen. So, wir fahren natürlich hier jetzt mit der. Ach, hier gibt es auch eine Jurassic Tour nochmal. Okay, was machen wir denn jetzt? Wir fahren erstmal die Gyrosphärenfahrt hier. Wir sollten es ein bisschen beeilen, weil es gibt, glaube ich, echt sehr viel zu entdecken. Weil wenn wir hier alle Dinosaurierarten haben, dann müssen wir uns von der Zeit auf jeden Fall ranhalten. Ich gebe mal ein bisschen Gas, Leute. So. Hier wird schon vor uns der erste weggeschoben. Sehr gut. Was ist das denn hier? Die kann ich auch immer schwer auseinanderhalten. Das ist, glaube ich, ein. Boah. Sauropelta? Pulacanthus? Ich weiß es nicht. Sauropelta und Sauropelta. Okay, mein erster Guess war richtig. Haben wir schon mal zwei Sauropelta. Benutzersteuerung aktiviert. Dann sehe ich da Ankys da oben. Dann sehe ich den Euoplocephalus, müsste das sein. Das habe ich hier da vorne, der Weiße. Das müsste eigentlich ein Euoplocephalus sein. Ja. Doch, das ist der. Den erkennt man ganz gut. Der hat einen sehr, sehr kleinen Kopf. Ist sehr ründlich vom Körper. Ich werde leider gerade hier ein bisschen weggedrückt. Kann auch nicht mehr geradeaus fahren, warum auch immer. Und eine sehr dicke Keule hinten. Das hier ist ein Anki. Vor uns direkt. Hallo, Anki. Dann haben wir hier noch. Das müsste jetzt aber ein Pulacanthus sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Der hat nämlich hinten keine Keule. Ich hoffe. Ich habe es jetzt richtig erkannt. So, was haben wir hier? Das ist echt schwer, ne? Ich gehe mal kurz aus der Sicht hier raus. Genau, Pulacanthus haben wir hier. Ach ne, Nodosaurus, Entschuldigung. Ja, Nodosaurus. Der Pulacanthus hat noch ein bisschen mehr Zacken und sowas am Körper, wie ihr seht. Sieht aber cool aus, der Pulacanthus, ne? Der Nodosaurus ist. Wir werden da schon wieder weggeschoben. Der Nodosaurus ist da noch ein bisschen. Hat weniger Stacheln, beziehungsweise kleinere Stacheln. So, wir gehen mal wieder zurück, bevor die verschwindet. Dann ist auch noch ein Dino. Ich schau mal ganz kurz. Also hier sind alle Ankylosauridae drin. Ich hasse diese Arten, aber ihr wisst ja, was ich meine. So, was haben wir hier? Das müsste jetzt nochmal ein Nodo sein dann, ne? Ja, da seht ihr einfach. Also der hat viel, viel kleinere Stacheln, der Nodo. Das ist ein Nodo, genau. So, weiter geht's. Ab ins nächste Gehege. Ja, ist echt cool, dass du die Herausforderung angenommen hast. Mit den alle Dinosaurier. Natürlich bleibt es dann nicht aus, dass man die alle in so ein Gehege quetscht und so ein bisschen. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. So, hier fahren wir, glaube ich, gar nicht durchs Gehege direkt, sondern an dem Gehege vorbei. Sind wahrscheinlich Fleischfresser drin, ne? Ist so eine Sicherheitsmaßnahme. Was ist denn das da hinten? Oh, das müssten Gigas sein. Oh ja, jetzt kommt der her.
sieht man es ein bisschen besser. Leider ist der Zaun ein bisschen im Weg. Das sind Gigas. Wir fahren mal weiter. Vielleicht kommen wir da noch rein ins Gehege. Ansonsten schauen wir da gleich so nochmal rein. Aber finde ich sehr cool, dass du hier das so auf Nummer sicher gemacht hast mit so einem Sicherheitszaun. Sehr coole Idee. So. Ich glaube, hier kommen wir schon wieder zurück, ne? Ach ne, hier ist noch ein weiteres Gehege. Was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung. Aber wahrscheinlich auch ein Fleischfresser. Weil auch hier sind wir nicht direkt im Gehege drin. Ah, da sehen wir es. Was haben wir denn da? Ist das ein Rexy? Ich glaube, das ist ein Rexy. So, wir fahren mal weiter. Wir schauen gleich nochmal von oben eben schnell. Dann können wir das ein bisschen besser sehen. So, ab durch das Tor hier. Ich glaube, das müsste jetzt auch schon hier fast wieder die Tour gewesen sein. Genau, okay. Wir steigen mal aus der Kugel hier. Also man wäre jetzt hier noch so zurückgefahren, dann wäre man hier gewesen. Da kommt schon wieder niedrige Gesundheit. Keine Ahnung. Gibt es wohl zu wenig Futter in deinem Park. So, haben wir einen Rexy, der hat leider auch keinen Namen. Hallo T-Rex. Dann drehst du ihn natürlich von uns weg. Haben wir auf jeden Fall richtig erkannt. Ein T-Rex. In einem relativ kleinen Gehege für einen Rexy. Ich glaube, das wäre sogar zu klein, wenn man... aber die Sozialanforderungen sind halt ausgestellt. Ist ja auch in Ordnung. Guck mal, so sieht das Ganze von oben aus. Hier kommt man rein. Hier hat man so einen Sicherheitsbereich. Und hier dann zwei Gehege. Sehr, sehr coole Idee. Und hier vorne haben wir die zwei Gigas. Giga 1, leider auch kein Namen. Und Giga 2 versteckt sich gerade so ein bisschen. Der Giga ist auch ein cooler Dinosaurier. Hat sehr coole Skins. So, aber wir gucken weiter. Diese Ecke haben wir jetzt, glaube ich, fast abgehandelt. Nee, haben wir nicht. Wir können jetzt hier vorne in die Jurassic Tour. Es gibt hier echt viel zu erkunden, Leute. Also wir müssen jetzt echt ein bisschen ranhalten von der Zeit. Dass das hier nicht ein Eine-Stunde-Video wird. So, wir düsen vorbei. Was haben wir denn hier? Jetzt geht's wieder ums Dino-Raten. Ihr könnt gerne mitraten, was das für Dinos sind. Fällt mir nämlich teilweise immer schwer. Ich glaube, das hier müsste ein Maya sein, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Ja, Maya-Saurus. Oder Saurer. Dann geht's hier vorne. Hier ist sogar so ein kleiner Berg und so ein großer Baum. Finde ich auch immer sehr cool. Hier geht's lang. Und da haben wir Edmontos. Oh, wie schön. Edmontos liebe ich ja auch, ne? Na ihr? Was geht da? Und im Hintergrund sehen wir auch schon Paras. Oh, wie schön. Was er macht? Er macht richtig Show für uns. Ein Jaja Binks. Darf ich vorbei? Ich kann gerade gar nicht fahren. Er blockiert uns gerade hier so ein bisschen. So, jetzt aber. So, haben wir auch nochmal die Paras. Die schreien hier auch nochmal schön für uns. Jetzt rennen sie weg. Und da sehen wir auch noch Kuritos, glaube ich. Wir schauen mal eben so. Ich darf aber den Truck nicht außer Augen lassen, sonst verschwindet der. Genau, wir haben hier Kuritos. Ne, Centauros sind das sogar. Seht ihr, da habe ich schon die ersten verwechselt. Kuritos sind hier. Die haben nämlich nicht so ein großes Ding. Aber wir lassen mal die Tour jetzt einfach außen vor, dann können wir besser gucken. So, Kuritos, die haben nämlich hier oben nur diesen kleinen Dingens. Also Namen hast du nicht vergeben, da brauche ich glaube ich nicht drauf achten. Mayas haben wir gesehen. Centauros haben nämlich so ein richtiges, ja, Teletubby-Ding, nenne ich es mal. Dieses hier oben halt. Daran erkennt man die ganz gut. Und haben wir noch irgendeine Art übersehen? Das müsste Maya sein. Ich glaube, wir haben alle Arten gesehen. Mutabura haben wir nicht gesehen. Genau, der läuft hier auch noch rum. Der hat sich versteckt. Mutabura. Das müssten alles hier die Hadrosauridae sein. Genau. Hadrosauridae hast du hier alle untergebracht. 5 Stück waren es, glaube ich, an der Zahl. Unser Tour-Truck ist jetzt leider verschwunden. Aber der wäre hier auch nur noch rumgefahren. Hätte ich sogar einfach weiterfahren können, ne? Hätte ich nochmal gesehen. Auch sehr schönes Gehege, hast du gut gestaltet. Und dann wären wir hinten wieder rausgekommen. Ich würde sagen, wir springen mal ganz kurz. Also man wäre dann eigentlich mit der Einschienenbahn von hier hinten rumgefahren und hier rausgekommen. Da springen wir mal eben hin, weil sonst kommt man da gar nicht hin. Hier sind so 2 Schutzbunker und auch nochmal 2 Gehege. Da gehen wir mal immer gucken, was wir hier haben. Da ist sehr, sehr viel mit Sand gearbeitet und so Strandoptik. Finde ich cool. Da haben wir auf jeden Fall einen Indoraptor links. Den rechts sehen wir leider gerade nicht. Der versteckt sich gerade hinter den paar Bäumen, die in seinem Gehege sind. Gehen wir mal ihm zuschauen. So, den Indominus Rex hast du hier. Okay. Sehr, sehr cool. Auch die hast du hier untergebracht. Irgendeiner hat hier immer noch niedrige Gesundheit. Nicht, dass der gleich stirbt. Nahrung fehlt ihm. Ich bin mal so frei, ne? Sofort einmal verteilen. Solltest du vielleicht alles auf 3 Minuten stellen, damit die nicht so Essensprobleme kriegen.
So, okay. Fliegen wir wieder zurück. Genau, hier hatten wir den Indominus Rex auf jeden Fall, hat auch leider keinen Namen. Und den Indoraptor, auch sehr cool. Und dann geht's weiter ab zurück hier. Hier waren wir, hier waren wir. Dann würde ich sagen, biegen wir mal nach. Haben wir hinten das schon gesehen? Ne, haben wir noch nicht, ne? Dann würde ich sagen, biegen wir mal hier ab und gehen mal diesen Weg zurück. Haben wir nämlich noch nicht gemacht. Da kommen wir auch wieder zu einem Turm. Da können wir mal gucken, was wir hier sehen. Hier sehen wir Baryonyx mit einem sehr schönen Wassergehege, Wasserfutterspender. Sehr, sehr cool. Wir haben auch keinen Namen. Zwei Stück an der Zahl hast du hier untergebracht. Wir haben wieder ein relativ großes Gehege bekommen, muss man sagen. Sehr großzügig. Für Baryonyx. Da hat der T-Rex, glaube ich, ein kleineres Gehege gehabt, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Doch, der hat ein kleineres Gehege. Hier Baryonyx, da der T-Rex. Sehr, sehr cool. Okay. Dann gehen wir hier zurück. Und dann geht es hier vorne um die Ecke. Hier kommt man dann zu einem Hotel, was komplett mit einem oder mit zwei Gehegen umzäunt ist. Finde ich coole Idee. Kann man denn auch von hier was sehen? Naja, ist leider ein bisschen zu nah. Aber man hat trotzdem eine sehr schöne Aussicht. Oh, da hinten. Schaut mal. Spinosaurus am Schrein. Vier Türme. Sehr, sehr cool. Da sind noch Kanus. Da hinten sehen wir einen Pentaceratops rumrennen. Und hier natürlich das Innovationszentrum. Sehr gut. Schauen wir mal eben hier, was wir hier haben. Hier haben wir Albertus. Ah, cool. Toller Dinosaurier. Zwei Stück. Ne, drei Stück sogar. Der hat auch sehr coole Skins, ne? Der Alberto. Schalten wir hier einmal durch. Auch sehr, sehr cool. Albertus. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir Metrias. Metriacanthus. Auch toller Dinosaurier mit tollen Skins. Ist, glaube ich, so mit mein Lieblingsfleischfresser, was die mittlere Größe angeht. Einfach weil der richtig schöne Skins hat in dem Spiel. Also, das ist echt gerne diese Sandoptik gemacht. Finde ich sehr cool mit den Palmen. Ist natürlich immer schade, dass man diesen doofen Rand hat. Ich weiß, einige von euch stört das nicht, aber mich stört das total. Also, sieht halt irgendwie doof aus mit diesem Rand. Aber das kann man halt nicht ändern, ich weiß. Leider geht das nicht. So, gehen wir mal den Weg an. Oder lang. Falls ihr euch das gehetzt vorkommt. Soll es nicht. Ich versuche mich aber trotzdem ein bisschen zu beeilen, damit das Ganze hier nicht mega lang wird. Hier haben wir das Innovationszentrum. Hast du einmal so mit einem Weg umzäunt, aber nicht ganz gerade. Also das kann man natürlich auch noch gleichmäßiger machen. Ist immer ein bisschen schöner, wenn das synchron ist. Bin ich sowieso großer Fan von. Aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Aber du hast auf jeden Fall einmal komplett den drumherum gebaut und jeden Eingang verbunden. Nicht schlecht. Hier ein paar Bäume, da ein paar Felsen und wieder ganz, ganz viele Gehege. Also wir müssen uns echt. Hier gibt es so viele Dinos zu entdecken. Gut, dass du denen keinen Namen gegeben hast, sonst hätten wir noch mehr Arbeit. So, hier geht's nach links. Und zu einer Beobachtungsgalerie. Schauen wir da doch mal rein. Hier haben wir die Kanus, genau, die schlafen leider gerade. Ja, da steht gerade einer auf hinter dem Felsen. Die andere erwacht jetzt auch. Guten Morgen. So, hier haben wir Kanus. Auch ein sehr schönes Gehege, auch wieder hier mit Wasser und Sand und Palmen gearbeitet. Oh, die haben auch keinen Namen. Aber den beiden geht's gut. Gehen wir weiter zum nächsten Gehege. Hier vorne geht es dann nochmal zu einer Einschienbahnstation, Wissenschaftszentrum, Sicherheitszentrum. Und hier haben wir schon den Spino. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal eine Beobachtungsgalerie haben. Haben wir nicht. Deswegen schauen wir den mal so an. Mein Lieblingsskin vom Spino. Auf jeden Fall am Start. Regenwaldmuster. Der ist er. Der streift umher. Hat auch ganz viel Wasser und sowas. So muss es ja auch sein. Fischfutterspender. Und dann gehen wir mal nach hier links, weil das interessiert mich sehr, wie die Sicht von diesen vier Türmen ist. Hier hast du so einen geschlängelten Weg nach oben gemacht, damit es nicht ganz so steil ist. Coole Idee. Wäre natürlich noch cooler, wenn man das hier noch besser mit den Klippen machen könnte. Aber ich weiß, das ist leider nicht möglich. Weil dann hätte man das noch viel, viel steiler und so machen können. Das wäre echt cool, wenn es gehen würde. Aber sehr coole Idee, dass du so hochgeschlängelt hast, damit das nicht so steil ist. So, und dann kommt man hier zu vier Türmen, wo man eine Aussicht genießen kann. Beobachtungsplattform. Machen wir doch mal. Da hat man wirklich eine richtig gute Aussicht über die ganzen Gehege hier im Park. Also, wenn man hier nicht alle Dinos sehen kann, dann weiß ich auch nicht. Dann sieht man ja wirklich alles. Sehr, sehr cool. Ist halt so ein richtig cooler Anlaufpunkt für die Besucher vom Park, weil da können sie echt viel sehen. Hier ist natürlich auch mit den Wegen. Jetzt kann man natürlich alles ein bisschen besser machen. Aber ich weiß, der Platz, der hat es natürlich nicht einfach gemacht mit den
oder mit der Idee, dass du alle Dinos unterbringen wolltest in dem Park. So, wie machen wir das denn jetzt am besten? Hier haben wir gar keine Beobachtungsgalerien oder so mehr. Ich würde sagen, wir erkunden mal eben die Gehege so. Das ist natürlich auch schwierig, dann alle Gehege auch noch sichtbar zu machen mit Beobachtungsgalerien, weil die nehmen ja auch Platz weg. So, hier haben wir auf jeden Fall Raptoren. Na, die chillen ja auch ihr Leben. Mal gucken, ob die Delta, Charlie, Echo, Blue. Wie soll es auch anders sein, ne? Da haben wir sie alle vier. Haben wir auch schon oft gesehen. So, hier haben wir die los. Die haben auch keinen Namen. Oh, die chillen leider auch gerade hier. Schlafen die alle? Nee, jetzt stehen sie gerade auf. Dilos finde ich auch sehr, sehr cool. Oh, wer hat jetzt so laut geschrien? Das kann ja nur der Spino gewesen sein, ne? Ist er gerade am Fressen? Nee, schade. Sonst würde es hier blubbern. Das hätte ich mir ja gerne angeguckt, aber nicht weiter schlimm. So, das hier ist das letzte Gehege um das Innovationszentrum. Da haben wir Pentas auf jeden Fall. Pentaceratopse haben wir hier. Dann haben wir hier Sinoceratopse, Triceratopse, Taurus, Phasmos. Also allerhand an. So, wie heißt jetzt diese Dino-Art nochmal? Ceratopsidae. Haben wir hier auf jeden Fall alle untergebracht. Sehr gut. Genau, dann geht's hier. Habe ich irgendwas verpasst? Wir gehen mal hier oben lang, Leute. Hier. Ich weiß, ich gehe schon wieder total verwirrend durch den Park, aber ist ja auch sehr viel Abzweigung hier. So, was haben wir denn hier? Ah, schaut mal. Hier haben wir die ganzen Vogelstrauß-Dinosaurier. Sehr gut. Also Gallimimus haben wir hier. Dann haben wir noch mehr Gallis. Dann haben wir Struthiomimus. Der ist hier auch am Chillen und am Trinken. Und da fehlt mir noch der Aeoeuchoornotomimus. Wie auch immer er heißt. Aber den sehe ich noch nicht. Ich glaube, den hast du hier gar nicht untergebracht. Wenn mich nicht alles täuscht. Struthio. Struthio und Galli hast du hier nur untergebracht. Okay. Dann kommt der andere vielleicht gleich noch. Oh, der Velo hat niedrige Gesundheit. Warum? Hier kein Futterspender. Nur ein Ziegenfutterspender. Oh mein Gott, davon können die doch gar nicht leben. Wenn du die Kampfhäufigkeit ausgestellt hast, geht das gar nicht. Okay, Kampfhäufigkeit ist auf Standard. Okay, dann geht das. Dann können die natürlich davon leben. Aber wir sollten dann vielleicht mal runterstellen. Deine armen Dinos, die sterben alle. Okay, wir stellen es einfach mal runter. Dann sollte gleich genug Ziegen kommen, damit die sich ernähren können. So, hier geht's weiter. Hier kommen wir dann zu den nächsten Türmen. Schauen wir auch mal durch. Da wird schon ordentlich geschrien bei den Stegosauridae. So, hier ist auf jeden Fall das Entwicklungslabor, wo du ausgebrütet hast. Hier kommt man auch mit der Einschienbahn hin. Schutzraum. Genau, hier hast du wahrscheinlich dann ordentlich gebrütet und dann alle Dinosaurier zu den Gehegen geflogen. Dann haben wir hier vorne... Oh nein, der stirbt hier gerade, ne? Guck mal, das kommt davon. Nicht genügend Futter eingebaut. Der erste Dino stirbt in einem Park. Wird das hier eine Premiere? Dass das der erste Dino, der stirbt in einem Park, den ich bewerte. Wobei, wir hatten beim letzten Park, glaube ich, oder beim vorletzten einen Kampf und da ist auch einer gestorben. Aber bei dir verhungern die Dinos einfach. Eiskalt. So, wir fliegen auch mal schnell hier durch. Hier haben wir die ganzen Stegosauridae, glaube ich, heißen die, ne? Ja, Stegosauridae. Hier haben wir Gigantspino. Oh, das ist aber ein cooler Skin, ne? Gigantspino. Habe ich so noch nie gesehen, welcher Skin ist das? Lebhaftes Muster, sieht mega cool aus. Ich glaube, den muss ich auch mal in meinem Park unterbringen. So, dann haben wir hier Gigantspino, haben wir nochmal. Gigantspino, Gigantspino. Hier haben wir einen Hyango. Schon Kingo, der gerade stirbt. Ich hoffe, da wird sich gleich drum gekümmert. Ja, da kommt schon der Ranger und rettet ihn. Kentros haben wir hier. Die haben aber alle auch keinen Namen. Kentros, Kentros. Chunkingos, Stegos natürlich. Dürfen wir nicht fehlen. Und da haben wir ihn wieder aufgepäppelt. Stegosauridae. Oh, die Armen. Ich will nicht, dass die verhungern. So, ich habe jetzt ein Park modifiziert. I'm sorry. Aber die sollen auf jeden Fall genug fressen haben, weil es sind schon sehr, sehr viele Dinos. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alle gesehen. So. Dann haben wir hier vorne noch Allosaurus. Haben wir auch noch. Sehr schön. Hier sind noch viele Schutzräume. Hier war das Mosasaurus-Gehege. Und ich glaube, das hier vorne ist das letzte Gehege. Was haben wir denn hier? Deinonychus. Okay. Deinonychus, auch ein Dino mit coolen Skins.
Aber leider sind die gerade alle in dem Wald, deswegen kann ich da nicht reinzoomen. Versuch's mal so. Ja, du hast leider den roten Skin gar nicht gemacht. Den finde ich auch sehr, sehr cool. Aber nicht weiter schlimm. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen, Leute. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Schauen wir mal eben, ob wir alles gesehen haben. Haben wir gesehen? Ja, ich glaube schon, Leute. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht alle Dinosaurier waren. Allein, dass hier schon der Dreadnoctus oder wie der heißt, oder so fehlt. Und ich glaube, es fehlen auch noch andere. Ich habe zum Beispiel den Iguanodon nicht gesehen. So einige, oder? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, welche euch aufgefallen sind, die fehlen. Also alle hast du nicht untergebracht. Aber schon sehr, sehr viele. Hier ist nochmal die Liste. Also der... Wer denn hier überhaupt? Ah, die hast du gar nicht frei. Okay. Nevermind, Leute. Ich glaube, er hat alle untergebracht, die er freigeschaltet hat. Das sind wahrscheinlich hier DLC-Dinos. Der Acro, der Archeo. Okay, die hast du einfach nicht freigeschaltet. Dann nehme ich alles zurück. Ich glaube, dann hast du wirklich alle Dinosaurier untergebracht, die du unterbringen konntest mit den Möglichkeiten, die du hast. Das sind 46 verschiedene. 62 gibt es mittlerweile. So, was ist denn jetzt hier immer noch los? Lieber Velo. Okay, Leute. Sorry, das kann ich mir nicht mit angucken. Wie er hier stirbt. So, Velo. Ey! Komm nicht näher, Dino. So, da hast du nochmal so Futter. Aber Leute, vielen, vielen Dank an dich auf jeden Fall fürs Einsenden. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch der Park gefallen hat. Ich fand ihn sehr, sehr cool. Eine sehr coole Idee. Ist auf jeden Fall eine Herausforderung, alle Dinosaurier unterzubringen. Vielleicht macht ja mal einer einen Park, wo alle 62 verschiedenen Arten drin sind. Wäre auf jeden Fall richtig cool. Ansonsten auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Und falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich hier sehr über ein Like freuen. Und falls ihr mal einen Park einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung steht, wie ihr das Ganze machen könnt. Entweder per E-Mail oder über den Discord. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.